Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal zur heutigen Folge von FB Trinkt. Ja, in der heutigen Folge von FB Trinkt werfen wir den Blick auf eines der bekanntesten und auch meistgetrunkenen Biere, Pilsner Brauart, im deutschsprachigen Bereich, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der Grund, warum ich ausgerechnet dieses Pils heute trinken werde und noch testen werde, ist der, dass wir in der letzten Folge das Holsten probiert haben, welches meiner Meinung nach sehr herb, sehr dreckig geschmeckt hat und meiner Meinung nach negativ herb geschmeckt hat. Und ich wollte euch heute ein Positivbeispiel zeigen, wie man das besser machen kann und vor allem, wie man guten Hopfen, sehr starken Hopfen in einem sehr herben Bier besser verwenden und auch sehr besser schmecken lassen kann. Wir reden nämlich heute vom Jever und die meisten Leute werden Jever zumindest einmal schon getrunken haben. Es ist ein sehr bekanntes Bier, wenn nicht sogar das bekannteste Bier im friesischen Bereich, also das bekannteste friesische Bier, steht ja auch drauf, friesisch herb. Ich habe es schon getrunken, sehr oft sogar, und ich muss sagen, eine hohe Kategorie, also eine hohe Punktzahl, wird sich dieses Bier auf jeden Fall verdienen. Ich trinke es heute nur noch zu Schauzwecken, um euch zu zeigen, wie das Bier aussieht und was für eine Farbe es hat. Es ist für viele Freunde des herben Bieres der Inbegriff eines guten gehopften Bieres, und für die meisten Biere, wie Warsteiner Herb, wie auch Holsten und andere herbe Biere, sicher ein Maßstab, eine Referenz. Und warum das ist, das will ich heute klären. Machen wir erstmal auf. Auch für Becks wahrscheinlich. Becks ist auch so ein typisches Hopfenbier. Typisches Hopfenbier. Ist aber nicht ganz so herb, ist also bekömmlicher als zum Beispiel Lieber. Wir werfen direkt mal eine Nase drauf, also keinen Blick, sondern erstmal eine Nase. Ja, klares, klassisches Pilz. Man merkt die Herbe noch nicht so am Geruch, also der ist noch ziemlich vollmundig, ziemlich bekömmlich, ein bisschen milder als der eigentliche Geschmack. Wir schenken es direkt mal ein, dieses Standard-Pilzglas. Ich tue direkt mal sofort den Bildschirm ein bisschen tiefer. So. Man erkennt sofort diesen sehr starken Schaum. Der ist richtig schön gemacht. Der ist ein bisschen grober als bei den anderen Bieren. Wie zum Beispiel, Feldins, Bitburg, Hombacher. Die haben so ein bisschen feineren Schaum. Der hier ist auch ziemlich stark, also verglichen mit den ganzen Billigbieren, die ich hatte. Da waren die meisten noch ein bisschen grober. Das Grafenwalder, was ja ganz gut abgeschnitten hat, hatte da einen groben Schaum. Wie ihr sehen könnt, ist das Bier hier sehr klar. Und der Schaum, also, das heißt der Schaum, die Kohlensäure bzw. die Hefe, die geht sehr stark von der Mitte aus. Also auf jeden Fall kein Bier, das ich als Schal deklarieren würde. Sehr schön gemacht, sehr klar, sehr hell. Ob das vielleicht so üblich ist an den friesischen Bieren, diese Nordseebiere, das weiß ich nicht. Mir fällt gerade eigentlich kein wirkliches nordisches Bier ein. Also wir haben Jever, was haben wir noch im Norden? Astra ist ein ziemlich Hamburg-versessenes Bier. Und bei Karlsberg sind wir schon ein bisschen zu weit im Norden, um das mal zu sagen. Wir nehmen noch mal ein bisschen Jever rein. Ich habe mir eine 0,3 Flasche geholt, welche dann auch gleich fast leer sein sollte. Ja, ist sie auch sofort. Noch ein bisschen ist drin. Und wir werfen mal direkt, einen Mund auf diesen Geschmack. Prost! Gleich vorneweg sehr herb. Ein sehr herbes Bier. Das hatte ich aber auch schon bei beim Warschen herb geschmeckt. Wobei ich der Meinung bin, dass es Warschen herb auch ein bisschen bekömmlicher war. Es ist nicht ganz so herb und das hier ist wirklich eines der herberen Biere. Es wird auch so deklariert. Dieses Bier wird nicht jedem schmecken. Das sage ich vorneweg, weil es einfach ein Bier ist, das herber ist als die meisten durchschnittlichen Pilsner. Wer zuerst ein Feldins oder auch ein Rotos probiert, was ja eigentlich ein vergleichsweise süßes Pilz ist, verglichen mit den anderen, der wird sofort feststellen, man schmeckt das Jever schon von 5 Meter Entfernung. Also man schmeckt es direkt. Es ist sehr herb, es ist sehr stark gehopft. Und ich denke, das war auch der Grund, warum Warstein auf diesen Zug der herben Biere aufspringen wollte. Man kann das ja immer so gesehen, man hat vor ein paar Jahren die ganzen Goldbiere entdeckt. Becks Gold, es gibt auch andere, die ganzen Billigbiarten haben auch immer so ihren Goldableger. Wenn man so ein bisschen auf die jugendliche Zielgruppe aufspringen wollte und ein bisschen milderes Bier haben wollte, damit die Jugendlichen denken, oh Gott, ich trinke nicht so gerne Bier, aber ich probiere mal Gold, weil sonst bin ich noch nicht so an den herben Geschmack gewohnt. Für dieses Ideal war schon das genau in die andere in die andere Schiene gesprungen, hat ein herberes Bier gemacht. Das ist also nicht milder, sondern eben herber. Genau das Gegenteil war der Fall. Das hat auch ihre seine Freunde gefunden, inklusive mir. Mir hat es geschmeckt. Und ich finde, es ist sogar noch ein bisschen besser als das Jever, weil es zwar auch herb ist, aber noch ein bisschen bekömmlicher. Jever ist auf jeden Fall ausschließlich was für diejenigen, die ein sehr herbes Bier bevorzugen. Für die ist es wahrscheinlich besser als andere mildere Biere. Nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten, nur die Harten trinken Jever, kein anderes Bier. Der Ansicht kann man vielleicht widersprechen und sie ihr skeptisch gegenüberstehen. Aber ich denke, für die meisten Kenner wird Jever ein unumgängliches ein unumgänglicher Maßstab sein. Wenn man ein herbes Bier auf den Markt bringen will, kommt man an Geschmacks- und Geruchstest von Jever nicht herum. Ein herbes Bier auf jeden Fall. Wenn nur noch einen Schluck, und heute komme ich ziemlich schnell zu einem Fazit, weil ich einfach dieses Bier an sich schon kenne. Es ist ein gutes Bier, ein gutes deutsches herbes Bier, sehr stark gehopft. Ich kann auch mal direkt meinen Bierrücken, den Rückentext vorlesen, auf dem Etikett. Das weiche friesische Bodenwasser steht drauf und eine Spur Hopfen mehr verleihen Jever Pilsner seinen einzigartigen und unverwechselbaren herben Charakter. Herb und unverwechselbar stimmt, auf jeden Fall, da lügt das Etikett nicht. Die Frage ist, wird es den meisten Leuten gefallen? Sehr herb,
aber schon überhaupt nicht auf derselben Schiene wie Holsten. Es ist nicht dreckiger wie das Holsten, was mir meiner Meinung nach nicht so gut geschmeckt hat, deswegen nur 5 Punkte. Das hier ist wesentlich besser auf jeden Fall. Aber ich frage mich, ob es nicht von Warsteiner eingeholt wurde. Ich meine, die meisten eisernen Verfechter werden wahrscheinlich immer noch zu Jewe tendieren und denken, ach, Warsteiner hat dieser Abklatsch, ist ja geklaut. Nun ja, das Einzige, was anders ist, ist ein bisschen behaupten, das war's. Für die Leute von, viele Freunde vom Herben, hier sicherlich eine Empfehlung wert. Vor allem, wenn ihr Jewe-Freunde seid und noch nicht das Warsteiner probiert habt, probiert's mal, das ist eine Empfehlung wert. Einen Schluck noch und dann kommen wir zu meinem allerletzten und finalen und doch sehr zufriedenstellenden Fazit. Vor allem, weil es einfach ein Klassiker ist, ein Klassiker der deutschen Braukunst. Das Jewe ist in dieser Sache bei den herben Bieren nicht zu umgehen. Es ist unumgänglich, wenn man mal ein herbes Bier testen und probieren möchte. Und ich denke, die meisten werden vielleicht nicht dauernd Jewe trinken, aber hier und da mal gerne trinken, weil sie sagen sich, okay, hier und da mal ein herbes Bier, da ist Jewe für mich eigentlich die beste Wahl, trinke ich das mal. Die wenigsten werden dauernd herbes Bier trinken. Ich auch zum Beispiel. Ich trinke nicht immer herbes Bier, aber wenn, dann mal ein Warsteiner Herb oder ein Jewe, weil da sind sie immer noch unangeschlagen. Weil sie einfach mehr Hopfen haben, aber auch einen besseren Hopfen. Besser als zum Beispiel Holsten oder den Berger oder Karlsruhe. Die schmecken einfach so sauer herb, so dreckig herb, dass es weniger bekömmlich ist. Das hier ist weniger bekömmlich als das Warsteiner Herb und deswegen. Deswegen gebe ich diesem klassischen deutschen Jewe volle 8 von 10 Punkten. Das ist ziemlich weit hochgegriffen, damit hat es einen halben Punkt mehr als Specs, aber einen halben Punkt weniger als Warsteiner Herb, weil ich, wenn ich zwischen beiden wählen müsste, immer noch zwischen meine Wahl auf das Warsteiner Herb fallen würde. Klärt mich auf, wenn ihr der anderen Meinung seid, wenn ihr denkt, dass Jewe immer noch unangeschlagen ist in der herben Braukunst und dann würde ich mich beim nächsten Video wieder freuen, euch begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.